über SCV, wie ihr wahrscheinlich schon in der Beschreibung gesehen, geht es heute mein ernstes Thema. Wir reden heute einmal darum, Bild gibt seinen kompletten Kanal auf, also kompletten Kanäle. Ungespielt und ungefilmt, das Video kam gestern, aber warum passiert sowas und wie kann einer der, also vielleicht sogar der größte YouTuber Deutschlands, sagen, alle Kanäle, also seine Kanäle aufzugeben, warum tut er das und was hat das für einen Hintergrund? Und darum möchte ich heute mit euch reden. Es ist nämlich Folgendes passiert. Gestern um 23, also gestern hat Ungespielt noch geschrieben, es wird etwas Großes passieren. Und dass sich etwas ganz Großes in seinem Leben ändern wird. Wir wussten, also niemand wusste, was gemeint war. Man hat schon gedacht, er trennt sich von Katie oder was weiß ich. Und dann kam gestern ca. 23 Uhr die Meldung, er gibt seine beiden Kanäle ungefilmt und ungespielt komplett auf und macht einen völlig neuen Kanal unge. Und das ist schon mal eine heftige Meldung, wenn man erfährt, dass zum Beispiel Ungespielt ist ja mein Vorbild. Das habe ich zwar noch nie gesagt, aber Ungespielt ist mein Vorbild. Und wenn man dann erfährt, dass sein Vorbild seine zwei größten, seine größten Kanäle aufgibt, das heißt seine einzigen Kanäle aufgibt und das an einem Netzwerk liegt, dann ist das schon schlimm. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, das liegt an dem Netzwerk, es liegt an Mediakraft, es liegt an den Vertragsbedingungen von Mediakraft, zum Beispiel als zur Longboard-Tour hätten sie schon Hilfe gebraucht oder Geld gesponsert bekommen. Haben sie erstmal nicht. Und dann haben sie die Telekom gefragt, ob sie denn Internet geben können. Und die Telekom hat gesagt, ja. Und dann hat auf einmal Mediakraft gesagt, ja, wir geben euch Geld und so. Und das fand Ungespielt auch schon schlimm. Und man darf halt in Mediakraft, so habe ich das halt aus dem Video entnommen, nicht seine richtige Meinung sagen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, Mediakraft ist schlecht, dann kann man verklagt werden und es wurde auch schon Privatinsolvenz gedroht und so. Und das finde ich, nicht schön. Ich finde, wenn man ein Netzwerk macht, sollte es auch fair sein, aber das ist ja nicht fair, wenn ich sage, ja, ihr dürft nichts gegen das Netzwerk sagen, sonst werdet ihr rausgekickt. Und klar, Ungespielt verdient damit seinen Lebensunterhalt. Und wenn er die halt verklagen würde, ja klar, dann würden die da auch was gegen tun. Und vielleicht würden sie auch Privatinsolvenz anmelden. Aber na klar, das interessiert jetzt auch nicht wirklich. Es ist ja nicht so, dass Ungespielt jetzt sagt, jo, ist mir jetzt, also, da muss ich jetzt auf die hören, sondern Ungespielt macht das ein Ding und das finde ich schon mal gut. Denn also, es kann einfach nicht sein, dass man ein Netzwerk erschafft, wo man sagt, ja, das ist jetzt ziemlich schlecht und, also wo man sagt, ihr dürft jetzt nichts gegen das Netzwerk sagen, sonst werdet ihr seid ihr obdachlos. Aber genau das macht Mediakraft und es liegt auch nicht an, an den Mitarbeitern von Mediakraft. Es liegt ja auch an der Geschäftsführung. Also es liegt hauptsächlich an der Geschäftsführung von Mediakraft. Und alle anderen YouTuber, die bei Mediakraft sind, er will ja auch nichts gegen die anderen YouTuber stellen. Er will nur sagen, dieses Netzwerk, dass dieses Netzwerk nichts für ihn ist. Also er will in dieses Netzwerk nicht mehr reingeraten. Und er will auch nichts mehr mit diesem Netzwerk zu tun haben. Und dann komplett zu sagen, und dann komplett auszusteigen aus so einer YouTube-Szene, wo man halt auch der berühmteste ist schon wieder. Das finde ich schon heftig, vor allen Dingen, man ist ja auch der berühmteste und der größte YouTuber Deutschlands. Ich finde das schon heftig, was da abgelaufen ist gestern. Und er hat ja jetzt den neuen Kanal Unge, da werden wir dann auch Videos sehen. Morgen kommt das erste, dann werden wir einmal gucken,
was er da jetzt Videos macht. Aber Varro wird jetzt noch auf ungespielt weiterlaufen, denn er hat jetzt keinen Bock, das unterbrechen zu lassen und dann woanders weiterzumachen. Nein, also Varro will noch weiterlaufen auf ungespielt. Habe ich jetzt alles gesagt? Ich glaube schon. Aber was ich halt heftig finde, ist, es kann halt nicht sein, dass ein Netzwerk sagt, ihr dürft da rein und dann wird euch gar keine Freiheit geboten. Und ich habe das gestern auch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin, mit diesem Hashtag Freiheit. Das habe ich nicht verstanden. Und so langsam fängt es an zu nerven, aber die Leute, die halt auch da was gegen tun wollen, die haben das jetzt auch wunderbar geschafft. Ich meine, ungespielt, die Facebook-Seite ist gelöscht. Der Wikipedia-Eintrag ist gelöscht. Es wurde so viel innerhalb kurzer Zeit geändert und rausgeworfen. Schon krass, was die Community alles hinkriegt. Und was dann noch übrig bleibt, ist meiner Meinung nach nicht mehr viel. Aber was, wenn die Community schon sagt, wir helfen ihm, dann ist das schon richtig, richtig krass, meiner Meinung nach. Weil was machst du, wenn du hast 2 Millionen Abos und dann wirst du auf einmal rausgenommen aus diesen 2 Millionen Abos oder irgendwas passiert und du kannst nicht mehr weitermachen? Das ist irgendwie nicht, meiner Meinung nach ist es nicht gut. Aber es ist jetzt passiert und ungespielt hat, also Simon hat jetzt gesagt, dass er die Kanäle jetzt aufgibt und noch einen Kanal macht und zwar mal sehen, dass da jetzt Videos kommen. Ich glaube, es kommen immer noch gute Videos, aber ob dieser Druck von Mediakraft bleibt, ich weiß nicht, weil die Videos von Mediakraft werden halt auch teilweise gelöscht, also wenn ungespielt, also Simon jetzt Videos macht, dann kann es sein, dass das gelöscht wird von Mediakraft. Und das ist schon mal meiner Meinung nach so super unfair, wenn du ein Video machst, das ist so richtig heftig und so. Und es handelt halt davon, dass du halt gegen irgendeine Firma bist und du bist halt bei der Firma drin und kannst aber nicht raus. Das finde ich auch heftig, er kommt da ja nicht raus aus Mediakraft. Und dann musst du, dann wird einfach alles rausgenommen von dir. Und du darfst dir denen nicht die Freiheit nehmen und sagen, gut, ich finde das jetzt schlecht, ich mache das jetzt nicht mehr. Sondern du musst halt sagen, ja, ich kann es nicht, ich darf es nicht, es ist halt verboten. Ich finde das schon, irgendwie finde ich das verdammt blöd. Und da jetzt auch noch so ein Radau zu machen, ich glaube, Mediakraft wird da jetzt auch noch mal was zu sagen. Ah ja, was ich auch noch sagen wollte, war, gestern ist halt auch die Mediakraft-Seite komplett offline gegangen. Ich glaube, mittlerweile ist sie wieder online, aber sie war halt komplett offline. Ja, technische Probleme und so, aber nee, meiner Meinung nach sind es keine technischen Probleme, sondern es ist Angstgehabe vor dieser ganzen Community. Das ist wirklich kein Angst. Das ist ja nicht mehr normal, was sie veranstaltet haben. Ich meine, Mediakraft ist jetzt aber auch irgendwie selbst schuld, ne? Wenn sie einen der größten YouTuber haben und ihm keine Freiheiten lassen, kann ich schon verstehen, dass dann irgendwer dann sagt, ey, lasst ihn in Ruhe. Und wenn sie es dann trotzdem nicht machen und trotzdem das so eigenständig weitermachen, dann ist es meiner Meinung nach nicht mehr so richtig meine Schuld, also seine Schuld. Weil er kann da ja dann später auch nichts mehr für. Genau. Gut, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Schaut mal bei Unge vorbei, abonniert seinen Kanal. Das hat auch innerhalb von einem Tag, ich glaube, das ist sogar YouTube-Rekord. Ich habe reingeguckt und zurzeit hat er, glaube ich, schon um die 400.000 Abonnenten. Es ist wirklich heftig, was da abgeht im Moment. Und wie viele mit diesem Hashtag Freiheit rumarbeiten, das ist wirklich heftig. Und dieses Video könnte jetzt auch jederzeit gesperrt werden. Wollt ihr das, dass ich es hochlade? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen,
Das war's zu diesem kleinen Erschreckensvideo. Für mich ist es auch ein Schreck, weil ungespielt ist ja mein Vorbild, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ja, ich hoffe, er kommt jetzt aus dieser ganzen Situation raus. Ich spiele jetzt nochmal eine 5 Minuten, könnte ich das jetzt hier angucken. Ich kommentiere das Ganze jetzt auch nochmal. Und was ja ziemlich schlimm ist von Mediakraft, dass sie sich auch nicht entschuldigen. Es ist nicht deren, also es ist ja auch nicht deren Art, glaube ich. Ich meine, nichts gegen Waititi oder so. Ich weiß ja nicht, wie viele da jetzt im Moment drin sind in dem Netzwerk, aber das, was ungespielt abbekommen hat, das ist wirklich nicht okay und sollte man auch nicht so durchgehen lassen. Das ist wirklich, ja, wie soll ich das sagen? Ist halt nicht mehr richtig, kann man sich, glaube ich, auch nicht mehr richtig rechtfertigen für, dass man jetzt auch sagt, oh, tut mir leid, jetzt noch im Nachhinein, oh. Also, ungespielt, ich wünsche dir viel Glück, dass du da jetzt auch aus der Situation rauskommst und dass, Mediakraft dich jetzt auch in Ruhe lässt erstmal und ja, das ist jetzt halt auch das Wichtigste, dass es auch dir gut geht. Ich meine, andere YouTuber helfen dir bestimmt auch, wenn du nachfragst, aber so für den Moment würde ich sagen, das reicht's. Jetzt im Moment reicht es mit dem ganzen Rumgedöns von Mediakraft, das ist wirklich nicht gut und ja. Ich schätze, da kommt er jetzt raus. Ich hoffe doch. Und falls nicht, dann weiß ich nicht. Ich finde es nicht gut. Also ihr seht jetzt auch fast gar nichts bei YouTube, das hier runterregelt. Aber ich finde, auch wenn man so ein großes Netzwerk ist und auch irgendwie das bekannteste und vielleicht auch als bestes Netzwerk Deutschlands wirbt, wenn alle anderen YouTuber sind da ja auch, soweit ich weiß, dann ist das schon heftig, wenn man dann sowas von dem Netzwerk erfährt. Also wenn ich ganz groß bin, dann, ich gehe nicht zu Mediakraft, wenn die dann noch existieren. Ich weiß ja nicht. Es kann auch sein, dass sie dann gar nicht mehr existieren. Das kann natürlich sein, dass sie dann nicht mehr existieren und rausgehen aus der Szene und sagen, ja, und sagen, Netzwerk ist jetzt vorbei. Wir haben Schlechtes abbekommen, Schlechtes eingenommen und ja, aber dann würde ich auch, glaube ich, sagen, selbst schuld, ja. Da würde ich nicht sagen, deine Oma und die können mich mal, sondern selbst schuld. Ein Stück weit ist es auch selbst schuld, aber die Mitarbeiter können nichts dafür. So. Und wenn die Mitarbeiter dafür nichts können, dann würde ich da jetzt auch nicht so großartig drauf rumhacken. Ich meine, wer kann dafür was? Das ist das Netzwerk an sich. Die Firmenleitung kann da was für. Also die Netzwerkleitung kann da was für. Und ja, ich glaube, ich bin durch mit meinem Thema. Leitet das Video überall weiter, geht auch bei Skyfire HD auf den Channel, der jetzt noch besser erklärt ist. Also ich habe das jetzt nur im Großen und Ganzen erklärt und ja, Viertelstunde. Das heißt, im Kleinen erklärt, das ist halt schon gut erklärt, meiner Meinung nach. Jo, jetzt einmal nochmal kurz, schreibt in die Kommentare, schreibt es überall rein, Hashtag Freiheit. Das ist wirklich, das muss sein. Ja. Und Twitter wurde jetzt halt auch voll gespammt, deswegen. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn auch ein trauriges Thema, weil sowas kann halt auch nicht weitergehen. Ja. Muss man jetzt sehen, was damit los ist. Ansonsten würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und schaut bei Unge vorbei. Der wird bestimmt noch ganz schön viel machen. Ansonsten, tschüss.